ist ein Portal und ich steig da rein. Pokémon Kristall Randomize. Ja, grüß euch, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Randomize Unlock Challenge Pokémon Kristall Edition. Ich bin euer Host, euer Gastgeber Spizyro. Bitte nehmt Platz. Nehmt euch die Zeit, genießt dieses Stück Kunst, das ich heute wieder schaffen werde. Und wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr jetzt schon mal, dass ihr es nicht vergesst, auf den Daumen nach oben klicken. Und solltest du dir denken, dieser sympathische Herr mit Glatze und Vollbart, der ist ganz sympathisch, dann kannst du auch gerne Abo da lassen und schau dir die Folge an. Ich würde sicher ein paar Fragen eröffnen, dann abonniere auch gerne den Kanal. In der letzten Folge haben wir es geschafft, Team Rocket Radio zu rasieren. Und jetzt haben wir hier als nächste Aufgabe die Eisarena, die vielleicht sogar eine Eisarena wird. Vielleicht wird sie aber auch eine Feuerarena. Vielleicht wird sie was auch immer. Wir werden es jetzt, glaube ich, erfahren. Hoffentlich nur nichts Steiniges. Die Skifahrerin Svenja möchte kämpfen. Capoeira, eine Kampfarena. Interessant. Und es ist so, Leute, das schwächste Pokémon hier war 27 in der Arena. Das stärkste ist 31. Glaube ich, laut meinem Tracker. Mal runterscrollen. 31, da checke ich jetzt mal ganz kurz, ob da eh keiner drüber ist. Nein, da müssen wir diesmal so rangehen, weil es war jetzt einfach mit den zwei Arenen davor. Und jetzt dem, das ist mit der Level Cap einfach schwer vereinbar. Wir sind nicht stärker als das stärkste Pokémon, also gleich stark. Das möchte ich mich entschuldigen, aber diese Level Caps sind ja teilweise echt eine Frechheit. Da muss man wirklich sagen, da muss man auch mal hier Machtwort sprechen. Und Capoeira ist besiegt. Das heißt, wir werden wohl ganz viel Capoeira sehen, ganz viel Kikli, ganz viel Nocturne, ganz viel Rabaut wird es wohl geben. Ich tippe mal auf Nocturne, habe ich schon gesagt, Machomai und so weiter. Und wir werden Bolo mal nach vorne. Ne, Bolo heben wir uns für die Arena auf. Ja, bleiben wir jetzt mal kurz bei Nuppi. So, wir müssen uns hier jetzt mal finden. Hallo! Unser Norbert, unserem Arena-Leiter zu gelangen, musst du denken, bevor du loslegst. Und das kann ich nicht. Denken ist nicht in meiner Gedankenkraft möglich. Wir werden wirklich verzweifelt so lange im Kreis rennen, bis es klappt. Stellt euch jetzt schon mal drauf ein. Und das ist okay. Das ist auch... Ich finde das nicht schlimm oder so. Dann ist es halt so. Wir nehmen uns heute ein bisschen Zeit, um einfach mal verwirrt im Kreis zu laufen. Und ich finde, das ist etwas... Dafür nimmt man sich auch zu selten Zeit. Das steht nicht mehr so an. Heute jeder Google Maps und Apple Karten oder wie das heißt und so. Und keiner geht einfach mal verwirrt im Kreis. Und da möchte ich wieder ein bisschen sensibilisieren. Da möchte ich wieder ein bisschen dieses Gefühl, dass du kannst verwirrt im Kreis gehen. Das möchte ich euch wiedergeben. Und ich finde, es ist wichtig. Oh, Flammenrad, endlich! Ja, gib mir Flammenrad! Ich will Flammenrad. Eigentlich ist Rauchwolke, aber es könnte helfen. Ruckzuckgebiss. Ja, gut, weg, zack. Nuppi erlernt Flammenrad. Jetzt ist Nuppi offiziell ein Biest. Flammenrad ist gar nicht so stark, glaube ich. Was wir das haben, ist 60 oder 65 Damage. Hallihallöchen. Wir schauen da mal schnell. Ah, das steht hier gar nicht. Wir müssen in die Attacken gehen, oder? Ja, dann machen wir das mal. Jaladiti. 60, ja. Ja, 60 ist schon gut. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier nicht überall massiv überleveln. Ja, weiter geht's verwirrt im Kreis, hätte ich gesagt. Zack. Jetzt mal dahin. Vielleicht nehmen wir alle Trainer mit beim verwirrt im Kreis gehen. Ich weiß nicht, ob das sogar du nicht drum hin drüber wegkommst, also ob du das machen musst. Das kann schon sein. Capoeira, hm? Mankey.
Wieso strampelt? Ich bin Mankey. Komm schon, lass uns kämpfen. Du hast natürlich ganz gediegen, den Surfer. Ja, das war doch nett. Das war doch nett. Danke, Ro. Danke, Ro, Ro, Ro. Der sieht mich rollen. Oh, ein Quäppchen. Da bringt der Surfer natürlich wenig. Wir schauen mal, was die Windhose grundsätzlich Damage macht. Ich glaube nicht viel. Hat er nur 40 oder so? Oh, ich wollte gerade sagen, es geht, aber es war ein Volltreffer. Ich will es mal ohne Volltreffer, ich will es wirklich mal spüren, ich will es sehen, ich will erleben, fühlen, machen, tun. Ja, jetzt habe ich nicht hingeschaut, das ist natürlich ein bisschen blöd. Erleben, fühlen, machen, tun. Ja, das ist wirklich sehr wenig. Nur kommen wir auf den noch hier für jeden ne Watschen, jeder der will, der darf. Jetzt schauen wir zum Vergleich mal Surfer an. Oder im Fachjargon, im Pokémon-Fachjargon sagt man auch Surfer. Ja, das ist in etwa gleich blöd, sag ich jetzt mal. Na komm, ich sag dreimal. Ja. Ich hab das nicht. Oh, hey. Keine Folge ohne dich, gell? Ja, was? Was matschgast du so rum? Na, die ist... Ich glaube, willst du das Commentary übernehmen? Da ist das Mikrofon? Nö, nee, dann nicht, gell? 31 auch für Rui, dem Zwillingsbruder von Ro aus Pokémon Gelb. Matschmollo. Aber jetzt... Ah, jetzt... Ich wollte surfen. Aber manchmal ist wetterbedingt auch nur eine Aquaknarre drinnen. Ja, ist ja gut. Düdeldeo. Gut, und das war's dann auch mit Macholo, oder wie ich sagen würde, Macholo. Bin kein Macholo-Sager. Nee, das damit kriegst du mich nicht. So, dann hätte ich aber auch gesagt... Jetzt der Flo nach vorne. Lauter 31er im Team hier. Hui, ab nach oben, ganz nach oben, ganz nach drüben, dann ganz nach runter, dann ganz nach da, dann ganz nach hier, dann ganz nach da, 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 dann ganz nach da. Oh, gegen den haben wir noch nicht. Rutschiger Boden, das ist doch lustig, oder? Aber wir sind nicht hier, um zu spielen. Weiß der, dass der in dem Videospiel ist? Weiß er, dass er in der Simulation ist? Weiß der Snowboarder Kuno, was abgeht? Sollen wir es ihm sagen oder lassen wir ihn da einfach in dieser Traumwelt, würde ich jetzt sagen? So, das Erste, was wir machen, ist, wir machen mal unsere Gärtnerausbildung und wir lernen jetzt mal, wie man da so den Samen sät. Oder nicht, ja, genau, sät. Nämlich genau so, verstehe. Bitte notiert euch das. Das kommt zur Prüfung. Das kommt zur Gärtnerprüfung. Ein Volli. Ja, Volltreffer. Schön. Und jetzt könnte er Egelsamen. Nee, das muss auch nicht reichen. Wisst ihr, was ich meine? So. Pff. Wer bin ich, um das zu beurteilen? Boah. Ja, Quappo steht uns da schon besser ins Gesicht, zu Gesicht. Nein, warum nicht der Rasierblatt? Ach Gottchen, Mann, jetzt wird er uns viermal treffen. Vier. Allein fünf? Nee, das waren eindeutig vier, ich hab's ja predicted. Oder alte Spiele, da weiß man auch nie, was abgeht. Die Mathematik, die verändert sich hier über die Jahre. Quappo hat das überlebt jetzt einmal. Was machst du? Worin beißt du schon wieder? Hör auf, ins Lineal zu beißen. Und auch nicht in die. Lass die Fliegenklatsche in Ruhe. Schau, das ist eine Fliegenklatsche. Wir kennen sie alle. Suki, schau dich an, was die mit dieser Fliegenklatsche macht. Hier. Ist einfach, der hat sich jetzt gedacht, diese Fliegenklatsche, die töte ich.
So wie wir, dieses Quappo. Danke, Suki. Snowboard Kuno wurde besiegt. Bitte lass den... Weißt du was? Hier, spielen wir im Karton. So. Und jetzt heißt es halt wild herumfahren. Ich sage, wir müssen es irgendwie schaffen, darüber zu kommen. Aha, dieser Arena-Leiter-Typ. Also wir müssen entweder... Wir müssen eigentlich entweder da gerade hin oder zu diesem Ding hier. Da schauen wir mal, wie wir zu diesem Ding hier kommen. Wir gehen nochmal hier. Gehen hier mal rauf. Gehen hier noch eins rauf. Gehen mal hier rüber. Gehen mal hier hin. Gehen mal da hin. Gehen mal da hin. Nö. Und wieder zurück. Mal so. Nee, das kann auch nicht stimmen. Oh ja. Warte, das war ja gar nicht so verkehrt. So, so. Jetzt ist die Frage darüber. Nö. Und darüber ist auch falsch. Dann geht er nur noch rauf. Das ist aber auch nicht richtig. Ach Gottchen, ihr macht was durch mit mir. So. Ja, diesen Kampf nehme ich natürlich mit. Ich hab's euch aber, ich hab's euch gesagt, wir gehen jetzt wirklich... Ich habe keine Lust, irgendwie eine Taktik zu finden. Owen, noch Jane. So. Jetzt ist ein bisschen hoch. So. Ach, Gottchen, was machen wir denn da? Machen wir einen guten Rasierer. Nja, 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 nja. Das war gar nicht so gut. Das war gar nicht so gut. Juckt's am Ohr, Leute. Aua. So. Aber jetzt bin ich... Hoppla, mit der Uhr hier draufhauen. So. Zerschneider. Zack, zack, zack. Das muss jetzt... Das muss aber jetzt flottidi hotidi gehen. So. Hier 720 Punkte für Flo. Als nächstes kommt Kikli. Dann machen wir jetzt die Egelsamen-Taktik. Hat er immer so Punkte im Fuß? Das schaut so neu aus. Müsste ich mal Sprites checken. Ich hätte nicht gedacht, dass der... Irgendwie habe ich auch seinen Fuß anders im Kopf. Irgendwie länglicher. Das Kikli ist irgendwie so uncanny für mich. Tschüss, Kikli. Sehr gut. Capoeira. Nein, natürlich. Wie konnte ich auf Capoeira kommen? Hier ist natürlich ein Raysafe. Es ist so wütend. Auch hier werden wir mal mit Egelsamen unsere Lebenspunkte in die Höhe treiben. So hoch hinaus. Der Tag ging daneben, aber wir bekommen KP. Wer braucht schon einen Trank, wenn er Flo hat? Ja, das war gut. Kratzfurie trifft zweimal nur. Dreimal nur. Viermal nur. Ja, sag ich ja. Heute läuft's im Predicten. Und jetzt fangen wir's. Denn wir gehören eigentlich Team Rocket an. Das wollten wir nur nie jemandem sagen. Wir sind Giovanni. Der Georg ist besiegt worden. Ich verrate dir Norberts Geheimnis. Verrat's mir. Also Johannes von Norberts Kraft, er meditiert täglich unter einem Wasserfall, um Geist und Körper zu stärken. Okay, wir müssen hier auf dieses Feld neben diesen Typen kommen. Das ist das Ziel. Das heißt, ich muss einfach nur auf das Ding da kommen. Ja, da hätte ich ja schon hinkommen können. Das ist ja voll dumm gewesen von mir. Wie haben wir das gemacht? Wir waren da, wir waren da, wir waren da, wir sind so rüber, wir sind so runter, so. Dann so und dann so. Und dann so. Geht ja eh voll easy.
Ach, ich wollte Bolo nach vorne geben. Naja, das war ein bisschen dumm. Auch ich habe in meinem Leben viel gesehen und erlitten. Da ich der Ältere bin, lass mich dir zeigen, was ich meine. Ich war schon mit Pokémon zusammen, bevor du geboren wurdest. Ich verliere nicht gerne. Ich, Norbert, der Wintertrainer, werde meine Macht demonstrieren. Ich finde auch, Kampf-Pokémon passt irgendwie in dieser Arena. So, der ist immer meditieren unterm Wasserfall. Ja, wir werden übrigens heute, langweiliger Kampf, kein Pokémon verlieren. Ich sag's, wie es ist. Dafür sind wir einfach zu mächtig. Dafür sind wir zu mächtig! Rasierblatt! Sehr gut. 32 für Floji. Machoke. Und dann vielleicht machen wir... Ich werde aber jetzt trotzdem den Bolognese-Weg gehen. Gut, Geowurf tut nicht so weh. 29 Schaden. So, ein Psystrahl. Aber ist Bolo eigentlich Typ normal? Das wäre dann gar nicht so schlau, aber ist ein One-Hit. Scheiße. Volltreffer. Sehr effektiv. Ich bin zu spät. Wer hat Kolle vermisst? Oh mein Gott. Dumm. Menki. Von Machoke getötet. Wegen dem Volltreffer. Ich hätte noch wechseln können. Es wäre sich sicher ausgegangen. Ach Gott. Ich bin von deinem Können beeindruckt. Wenn man schlagen will, dass da eine Möglichkeit in deinem Leben besteht. Du bist diesen Orden würdig. Dieser Orden hebt den Spezialwelt deiner Pokémon, außerdem können deine Pokémon Whirlpool einsetzen, um echte Trudel zu überwinden. Und dies ist ein Geschenk von mir. TM16. Eisstrahl. Eissturm. Stellt die Härte des Winters da. Ja, schade, Kindies. Ach, so. Nein! Ich will doch nur nach Hause. So. Der Prof! Ich hab dem eine Stimme gegeben. Was? Diese? Spisyro, wie stehen die Dinge? Ich erfahren, weil etwas Merkwürdiges mit den Radiosendungen geschieht. Sie redeten über Team Rocket. Spisyro, weißt du was darüber? Vielleicht feiert Team Rocket ein Comeback. Nein, das ist nicht wahr. Sorry für die Belästigung, pass auf dich auf. Ich mochte Bolo. Nicht so sehr wie Terra, nicht so sehr wie Mooli, nicht so sehr wie TikTok, nicht so sehr wie Lasko. Ich mochte das gar nicht so. Also, es war irgendwie cool, mal einen Porygon im Team zu haben. So, jetzt habe ich es lautstark ausgesprochen. Das Bizarro schaltet den PC ein. Wo bist du, Bolo? Hallo? Und ratet, wer wieder dabei sein wird. Wendy könnten wir auch mitnehmen. Aber wir machen es uns einfach. Er ist wieder da, juhu, Kolle ist zurück. Ach Gott. Ja, gehen wir dich gleich mal nach vorne fürs Training. Schön, schön, dass du zurück bist, Kolle. Toll.
So. Wir sollten uns den Radiosender als nächstes ansehen. Könnten aber auch einfach hier auf Route 44. Und Route 44 haben wir noch nichts gefangen. Mal schauen, was man hier so fangen kann. Ein Topschütze wird gar nicht so unwichtig sein. Du siehst sehr stark aus. Gute Trainer suchen instinktiv nach starken Gegnern. Die Koralle, der Avatar. Ja, los geht's. Kolle, du bist wieder da. Actually ist es eh okay. Ist einfach nur so witzig, dass das irgendwie Kolle schafft es wirklich immer wieder zurück. Er freut sich auch so heimlich. Und was? Bolo ist tot. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Und hast du dir schon überlegt, wer jetzt mitkommen soll? Natürlich kann ich mitkommen. So stelle ich mir das vor. Oh, Colin ist ja fast tot. Aber das geht sich aus. Ja, sehr gut. Das wäre ein schneller Tod gewesen, während ich... Immer weil ich Blödsinn mache. Ich lasse mich so leicht von mir selber ablenken. So. Das wird jetzt einfach Ross erledigen. Du bist dran, Laura Rell. Setz den Donnerschlag ein! Sehr gut. So macht man das richtig, Ross. Sehr schön. Damit haben wir Cora, aber sowas von besiegt. Nein, so geht das auf gar keinen Fall. Da bin ich deiner Meinung. Juhuhu. Juhuhu. Kolle, bringen wir jetzt mal ein bisschen nach Vordermann. Und ich hätte gesagt, wir holen uns mal ein Pokémon aus dem Wasser. Ich will auch dieses Item. Aber das hier, was werden wir fangen? Oder sind das immer Habitats? Weil das immer... Hallo? Ja, okay. Was wird unser Route 44 Pokémon? Togepi? Ich möchte meinen Joker einlösen. Nicknack ist tot. Ich darf, wenn Pokémon nochmal kommt, einen Joker einsetzen. Und darf einen zweiten Versuch geben. Naja, Topolever brauche ich eh nicht. Wenn das jetzt auch wieder ein Togepi ist, dann muss ich es fangen. Oder kann es auch besiegen. Aber ich dachte, vielleicht kommt was Cooleres. Zum Beispiel ein Kikli. So. Das ist gut. Kiki pumpt sich auf. Und wir erst. Hoppala. Werde ich ganz nervös gleich. 18 Pokébälle, das könnte reichen. Oder es wird überhaupt nicht reichen. Wir hätten 18, haben wir gesagt. Sagen wir, wir machen mal 8 weg. 8 Bälle. Schauen wir mal, ob es was wird. Ich kann ja nicht mal... Ich glaube, die schwächste Attacke ist... Giftstachel kann das sein. Und dann vergifte ich Kikli und dann... Dann haben wir den Salat. Und das Salat brauchen wir alle heute keinen, glaube ich. Ich glaube, das wird nichts. Das ist zumindest mal nicht so effektiv. Das ist schon mal schön. Hat der Ball überhaupt schon einmal gewackelt? Oh, nice. Kikli wurde gefangen.
Wie kriegen wir denn einen Eintrag im Pokédex angelegt? Man nennt es auch den Kikli, das Kicker-Pokémon. Man nennt es auch den Kickmaster. Mit seinen beweglichen Beinen beherrscht es jeden denkbaren Tritt. Ich möchte Kikli einen Spitznamen geben und da weiß ich natürlich auch schon genau welchen. Hallo. Gibt es hier andere Sonderzeichen? Ich hätte gerne das hier. Das geht sich, glaube ich, genau aus. Ja. Das ist nämlich unser echter Lasko. Real Lasko. Achso, ja. Haben wir schon. Was heißt das für uns? Das heißt, wir haben ein Kikli. Das ist unser echter Lasko. Und der wird uns ab der nächsten Folge dann statt Kolle begleiten. So. Wohin möchte ich denn? Ich möchte, glaube ich, nach Dukatia City. Sehr gut, dann heilen wir mal hier die Pokémon. Und wieder fit. Und durch das, dass das so ein abgeschlossenes Ding ist, werden wir uns der nächsten Folge Team Rocket im Gänze widmen. Dann mit unserem echten Lasko, Real Lasko. Ist auch so ein Zeichen meiner Dankbarkeit, dass du immer dabei bist in den Kommentaren. Und auch du kannst immer dabei sein und dein Pokémon könnte auch nach dir benannt werden, wenn du es mir in die Kommentare schreibst, einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao! Abonnieren!